Wir sind ja Marktführer bei Dreh- und Fräsmaschinen, verkaufen auch noch neue Technologien wie Ultrasonic oder Lasertech. Für uns ist natürlich erstmal wichtig, dass wir Maschinen verkaufen an Kunden, die diese Maschinen auch bedienen können. In Singapur ist das schon mal gar kein Problem. Wir haben also hochqualifizierte Anwender, die auch das gleiche oder mindestens das gleiche Ausbildungsniveau wie in Deutschland haben. Wir haben Singapur mittlerweile auch ausgebaut zu einem Qualitätshub für Asien. Das heißt, unsere Servicetechniker und unsere Anwendungstechniker, die sitzen in Singapur und unterstützen andere Länder wie Vietnam, wie die Philippinen, wie auch Malaysia von Singapur aus. Daran kann man schon sehen, dass hier ein enorm hohes Qualitätsniveau herrscht. Wir merken mehr und mehr, dass auch gerade hier ein nachhaltiger Wachstum zu sehen ist. Insofern ist das schon der richtige Ort. Ich werde vor allen Dingen bei den großen Geschäften dazugeholt, um auch in den Abschlussverhandlungen dabei zu sein. Da war es eine wohltuende Überraschung, als man dann hier in Singapur war, dass es schon sehr europäisch ist. Das Commitment der Kunden, also wenn ein Vertrag unterzeichnet wird, auch wenn ein Handschlag gegeben wird, dann steht das. Das ist also eigentlich sehr fast schon preußisch. Hier gibt es eine erhöhte Zahlungsbereitschaft, gute Kunden, qualifizierte Arbeit und ein angenehmes Leben.